Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier in Stellaris. Ein uraltes Spiel, was ich ewig nicht mehr gespielt habe, aber ich habe irgendwie Lust drauf bekommen. Ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, wie das Spiel funktioniert. Ich weiß, es ist ein Strategiespiel, Echtzeit. Ausgewählt habe ich die Vereinten Nationen der Erde im Iron Man Modus, um auch ein paar Belohnungen einsammeln zu können. Die gibt es nur im Iron Man Modus, das heißt, man kann keine Cheat-Befehle, nichts eingeben. Die Forschungen habe ich schon ausgewählt und wir schauen jetzt, was wir mit dem Konstruktions- bzw. das Forschungsschiff, das schicken wir mal. Wo schicken wir das Forschungsschiff hin? Hier haben wir Sol. Hier potenziell bewohnbar und hier, aber wir hier System erkunden. Natürlich. Und das Konstruktionsschiff. Was macht das Konstruktionsschiff? Das baut eine Bergbaustation. Im Sol-System und dann starten wir mal das ganz normale Gameplay. To overcome the vast distances that separate star system. Ja, ja. Natürlich. Military fleets are used to protect our This is our system's starbase. Ja, das ist die System Starbase und wir bauen jetzt erst einmal noch ein Forschungsschiff. Denn es ist notwendig, dass wir ganz, ganz schnell die Galaxie erforschen und uns die guten Planeten sichern. Das Gute ist, wir liegen hier mit dem Hauptplaneten, wo unsere Regierung sitzt. Und wir sind, soweit ich das sehe, wenn wir dieses System und dieses System uns unter den Nagel reißen, ist unser Hauptsystem schon mal gut geschützt. Anomaly found. Was haben wir hier? Da. Das erforschen wir doch. Wird schon erforscht, sehr gut. Hier haben wir ein neues Forschungsschiff, das schicken wir hier hin. Benötigt einen Wissenschaftler. Ach, da war was. Ja. Freier Anführerplatz. Wir suchen uns einen Wissenschaftler raus. Und zwar nehmen wir Rashad. Ja. Rashad. Wir müssen jetzt ein bisschen warten. Zack. Mir fehlen Ressourcen. Und wir bauen noch ein Forschungsschiff. Es dauert alles, bis die Planeten erforscht sind. Hier haben wir das nächste Forschungsschiff. Auch dem weisen wir einen Wissenschaftler zu und schicken es hierhin. Verblüffend. Anomaly found.
Wir haben das Wrack eines alten Raumschiffes gefunden. Ja, natürlich erforschen wir das. Gottes Willen. Wir wollen es ja wissen. Dann gucken wir hier in die Reichshauptstadt und gucken mal. Wir bauen hier Legierungsgießereien. The tradition screen displays the tradition trees available to our empire. Ja, das ist schön. The relics screen allows us to view and activate our relics and also to enact decisions making. So. Anpassung, Diplomatie. Ja, wir nehmen die Diplomatie. Könnte natürlich hier auch jetzt ziemlich schnell alles schon vollballern mit Bauketten, aber wir fangen erstmal ganz langsam an. Ich muss mich da auch erstmal wieder ein bisschen reinfuchsen. Wir empfangen jeden mit offenen Armen, um sie zu unterdrücken. Situation Log updated. The archaeology window shows details of the currently selected. So, wir haben auch was Archäologisches entdeckt. Schauen wir mal. Das hier ist ein Naha. Das gibt uns 5 Mineralien, 2 Physikforschung und 3 Handelswert. Das gibt uns bis jetzt nur Energie. Hier haben wir auch Mineralien und Sozialforschung. Und dann bauen wir noch ein Forschungsschiff. Anomaly found. Das erforschen wir auch, die Anomalie. Well done. The first survey of a star system beyond a system survey complete. Procyron ist vollständig erforscht. Dann erforschen wir hier direkt gleich weiter und sagen dem Konstruktionsschiff, wir bauen hier eine Sternenbasis. Weil wir dieses System natürlich zumindest ressourcentechnisch unter unsere Kontrolle bringen wollen. Gott, ist das lange her. Planetary features on habitable planets are sometimes blocked, preventing their exploitation. Clearing. Ja. Council agenda ready. The council screen is where we appoint the leaders who will guide us into the future. Their personalities and traits will influence our empire for good and bad. We can set agendas. So, was wollen die hier von mir? Ihr habt keine Erlasse anzeigen. The policies tab covers government policies as well as empire-wide edicts, practices. Nee. Agenda beginnen. Unendliche Möglichkeiten. Eine Agenda ausgewählt. Verstanden. Geben und nehmen. So, sich entwickelnde Gesellschaft. Ja, das wird schon erforscht. Erforscht, System erkundet. Mal hier, atmosphärische Stürme. Aber guckt mal hier. Zu 70% für die Menschheit zu bevölkern. Das heißt, das wäre unser nächstes Ziel. Wir bauen also noch ein Konstruktionsschiff. Und schicken diesen mal hierhin. Und VNS Clark, wo ist der? Der ist hier, der hat aber noch keinen Anführer. Ja, war ja klar. Irgendwas ist ja immer.
Also ich kann da zwar einen reinsetzen, aber dann kriegen die anderen nicht mehr so viel Erfahrung. Deswegen müssen wir warten, bis wir mehr zur Verfügung haben, beziehungsweise bis wir gewachsen sind. Und dann, wo sind die Konsumgüter? Konsumgüter hier. Zivilindustrie. Weil wir haben hier einen Mangel. Monatlicher Zugewinn minus 0,8. Das gilt es natürlich zu verhindern. Solstation. Ah ja, das war ein sehr umfangreiches Spiel. From time to time, erforschen wir diese. Ein einzelner stolzer Komet fliegt von Terra aus gut sichtbar durch das Solsystem. Juhu, das ist ein gutes Omen. Merkantil. Excellent. As you can see on the galaxy map, the borders of our empire have its construction complete. Ja. So, wir warten. Danke für die Inspiration. A leader in our empire has reached a new skill level. This will improve upon the bonuses they provide and grant them a new trait. So, hier bauen wir die Bergbaustation. Dieses Konstruktionsschiff schicken wir hier hin. Nein, schicken wir hier hin. Um eine Sternenbasis zu bauen. Ja, die VNS Wii. Die VNS Clark liegt da immer noch faul rum. Wir haben zwar noch niemanden entdeckt, aber diese Werte sind bestimmt wichtig. System Survey complete. Sehr schön. Und dann erkunden wir mal hier. Das ist die gesamte Galaxie. Die es gilt zu erobern. Hoffentlich, vielleicht, wahrscheinlich nicht. In der ersten Runde werde ich wahrscheinlich kläglich versagen. Oh, wir haben jemanden entdeckt. So, machen wir kurze Pause. Erstkontakt. Wir haben Kontakt mit einer neuen Entity. Perhaps a space-dwelling creature or another emperor. Wir haben mit einer mysteriösen fremden Spezies. Vorerst haben wir den Sharkies. Die Sharkies. Okay. Unbekannt. So, wir schicken da erstmal einen Gesandten hin. Um etwas mehr über diese fremdartige Alien-Rasse herauszufinden. Vielleicht sind sie ja sogar eine Bedrohung für uns. Und auch hier bauen wir eine Bergbaustation. Forschungsstation können wir noch nicht bauen, da müssen wir wieder warten. Verblüffend.
One of our science ships has just surveyed a world that would make an excellent candidate for our first colony. It is of the same planet class as our home world, so our colonists should be quite comfortable there. Hier, Alpha Centauri. Ja, wer kann sich nicht dran erinnern? Da spekulieren ja sogar die heutigen Wissenschaftler darüber, ob dort eventuell eine zweite Erde möglich ist. Jetzt haben wir schon zwei Systeme, das ist gut. Können wir noch einen? Nein, wir können... Also wir bauen jetzt erst einmal ein Kolonieschiff und wir bauen mal eine weitere Korvette. Die kann momentan nichts machen. Aber ich könnte auch keine Sternenbasis bauen. Ich weiß noch, dass es ziemlich wichtig war, relativ schnell die Zugangswege bzw. sein Gebiet abzustecken, weil die KI auch extrem schnell sich ausbreitet. So, System Survey complete. Das heißt, wir können hier weiter forschen. Der Anfang ist immer ein bisschen smooth, ein bisschen langweilig, aber wir sind ja auch gerade erst dabei, unser Sternensystem weiter zu erkunden. So, hier sind wir voll, das heißt, wir bauen hier noch einen weiteren Distrikt. Ja, ich kann keine... Ich habe zu wenig Ressourcen. Ich kann auch nichts bauen. Und noch. Eine Raumfahrt. System Survey. Ah, wir sind in der Phase 3. Okay. So, das Kolonieschiff. I played Prime. Unsere erste Kolonie. Wehey. Das reißen wir uns auch mal unter den Nagel. Anomaly found. Ja, die erforschen wir. Bitte. Terraforming-Kandidaten in Lü. Congratulations on having colonized a new world. Ein großer Tag. Ein sehr großer Tag. Das dauert hier jetzt noch, bis der Planet fertig kolonisiert ist, und dann können wir hier anfangen zu bauen. Construction complete. Wir verbessern mal das Vertrauen unserer Diplomaten. Denn tatsächlich
Wir sind die Vereinten Nationen. Die Vereinten Nationen sind ja jetzt eher friedlich. Eigentlich sollten sie eher friedlich sein. Und deswegen versuchen wir natürlich das auch so, versuche ich das auch so umzusetzen. Und wir bauen mal, wenn wir es können, ein weiteres Kolonieschiff. Damit wir auch Alpha Centauri besiedeln können. Aha, die Sharkies haben unser Schiff torpediert. Trotz der Terrain, eine Säugetierspezies unsere Verteidigung durchdringen. Ja, da habe ich einen Aufklärer verloren. Das macht aber nichts, weil... Dann kann unser Faunus Clark mit einem Anführer versehen werden. Und dann machen wir genau hier weiter. Wow. Nein. Nein, 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 nein. Dann machen wir hier weiter. Wo ist die Gagarin? Die Gagarin ist hier. System erkunden. Research complete. Sozialforschung. Wachstumsbeschleunigung. Die Frage. Klicken wir mal hier hin. Und das schicken wir mal hier hin. Schiff. Uiuiui. Alpha Centauri. Research complete. Planet kolonisieren. Forschungsgeschwindigkeit. Ja, wir machen erstmal Forschungsgeschwindigkeit. Und Forschung. Noch ein Erstkontakt. Gut, wir haben die Sprache entschlüsselt. Oh, ein Alphabet mit 17 Millionen einzigartigen Zeichen. Sounds a little bit crazy, die Sprache. Verlassenes Sonnensegelschiff, mein Gott, was ich alles finde. So, das System nehmen wir uns auch.
nicht immer noch nicht bauen. Communications protocols have been established. Erstkontakt, hallo. Diplomacy with this empire. Their current opinion of us depends on how first contact. Militärkommissariat, hegemonische Imperialisten. Mischt euch nicht in unsere Angelegenheiten ein, ihr Fremden. Ja, freundlich, hallo. Ja, das sind sie. Die haben mein Schiff abgeschossen, die Schweine. Colonization in progress. Construction complete. Und eine Bergbaustation. Colony established. Wehey, wir haben eine Kolonie gebaut. Juhu. So, wir bauen gar nichts, weil wir nichts bauen können. Oh Mann. Da muss die Kolonie noch ein bisschen durchhalten und wir müssen Ressourcen sammeln. System Survey complete. Anomaly found. Noch ein Terraforming-Kandidat. Nilwing. Wo ist denn Nilwing? Da oben. Okay. Ich würde mal sagen, das hier ist wieder so ein schönes System, um sich selbst abzusichern. Dann sind nämlich die Einflugrouten hier zu. Und hier müssen wir noch schauen, was denn hier so alles passiert. Ja, die erforscht doch schon. Construction complete. Ich war früher mal richtig gut in dem Spiel. Our intel level with this empire is dropping. We risk losing the information we have previously gathered about them, as intel becomes stale over time. Ja. Wir schicken da mal eine Botschaft. Wir bauen da mal eine Botschaft. Hallo. This is the trade screen. We can trade. Anomaly found. Forschen. Wir bauen mal ein Spionagenetz auf. The Espionage tab shows how our envoys are building spy networks within other empires. You can access the intel ledger here, as well as view and launch operations. Ja, das ist völlig okay. One of our envoys is now building a spy network.
Wir wollen's ja wissen, nicht wahr? Was die so treiben, die Militär-Fans. System Survey complete. Hier ist auch ein Forschungsschiff. Dann versuchen wir ihn mal hier erstmal schön abzuschneiden. Zerstört zwar ein bisschen so die Pläne, die ich hatte, eigentlich, aber da müssen wir durch. Dafür bewegst du dich hier hin, dann können wir nämlich hier auch weiterbauen. Und wir bauen mal noch. The election screen is where we decide on a new ruler for our empire. Im Sol-System? Provides an overview of our leaders and lets us. Ja, mein Erstkontakt im Sol-System. Im Sol-System, hallo? In unserer Heimatwelt? Was geht ab? Jemand hat vor ungefähr 5000 Jahren aus dem Orbit mit einem Bergbaulaser einen ausgedehnten Text in die Oberfläche von Fuelia 8 gebrannt. Die gewaltige Schrift bedeckt einen Großteil der oberen Hemisphäre des Planeten. Scheint eine Kurzgeschichte zu sein, die von dem harten Leben eines Alien-Söldners handelt. Faszinierend. So, wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen Situation log updated. Wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen beeilen. Wo fliegst du hin, mein Freund? Ah, hier hin. Du fliegst dahin. Genauso sollte es sein. Und dann bauen wir hier. Sehr gut. Spaceborne Lifeform encountered. Hornes Gagarin ist dem Stamak-System auf eine feindliche Alienschiff-Flotte getroffen und versucht auszuweichen. Feindflotte ausweichen. Gesandter. Hallo, wir kommen doch in Frieden. Wir sind doch friedlich. Hoffe ich. Ich hoffe. So, daran hapert es, an den Mineralien. Deswegen bauen wir da jetzt erstmal einen Mineralien-Distrikt. Gut, das hat geklappt. Das hat geklappt. Gut, dann gehst du halt hier hin, weiter erkunden. Hier ist eine Feindflotte. Gefährlich.
Wir wissen nun, dass es nicht nur auf Terra eine prächtig gedeihende Biosphäre gibt, sowohl die wissenschaftliche Gemeinde als auch die Gesellschaft im Allgemeinen sind begierig darauf, mehr über die verschiedenen Alien-Lebensformen zu erfahren, die wir in der ganzen Galaxie gefunden haben. Global planetare Erkundungsbemühungen auf bewohnbare und bewohnten Welten. Ja, das ist Situation sehr gut. Log updated. Das wollen wir natürlich. Oh, 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 guck mal hier. Energie, Mineralien, Physik, Sozial, Colony Ingenieur. Established. Neu gegründete Construction Kolonie. Complete. Ah, ich kann, wie gesagt. Der Mangel ist groß. Das war vielleicht ein bisschen taktisch unklug. Ich hätte vielleicht hier zuerst einen Außenposten errichten sollen, bevor ich hier die Mine baue. Aber okay. Schauen wir mal. Now that our spy network has reached a sufficient level. So, wir fangen mal an, hier Informationen zu sammeln. Construction complete. Anomaly found. Wir erforschen alle. Was haben wir hier? Uralter Satellit. Wir haben auch schon zwei Kolonien. Da geht nichts. Construction complete. Zack. Da gibt's jetzt bestimmt draußen ganz viele Pros, die sich denken, um Gottes Willen. Also wir dürfen das Territorium nicht mehr betreten. Was haben wir hier? Aha. Transportflotte. Stopp. Mal eine kurze Pause. Ganz kurze Pause bitte. Ich weiß leider nicht mehr, was hier so wirklich gut ist. Deswegen
suche ich mir jetzt einfach mal blind was raus. Die Flottenstärke ist überwältigend. Ja, wir schließen dann auch unsere Grenzen. Ich möchte natürlich nicht, dass der hier einfach so sich in meinem System dann auch bewegt, wenn ich mich bei ihm nicht mehr bewegen kann. Und wir geben mal mehr Kriegsschiffe in Auftrag. Botschaft gekündigt. Ja, ich verstehe. Das bedeutet, dass wir hier wahrscheinlich direkt in unseren ersten Krieg stolpern. Wir können natürlich noch versuchen, hier Beziehungen verbessern. Jemanden hinzuschicken. Sehr schön, wir haben ein Dossier bekommen. Construction complete. Wir beginnen weiter hier das Spionagenetz zu nutzen. Und wir suchen diese Sternenbasis. Wo ist die Sternenbasis? Wo sehe ich nochmal die Sternenbasen? Sektoren. Sol. Ich weiß ganz genau, was ich machen will, aber ich finde es nicht. Hier ist die Sternenbasis. Wir bauen erst einmal drei Verteidigungsplattformen an der Grenze. Situation log updated. Und das gleiche machen wir hier. Da kann ich nur eine bauen. Zwei. Research complete. Was natürlich extrem mies ist. Trägergeschwader. Ist extrem mies. Anomaly found. Extrem mies ist das. Situation log updated. Das könnte problematisch werden. Wir machen mal kurz eine Pause. Hier ist das Konstruktionsschiff. Das war strategisch falsch. Ich kann die so ausbauen.
natürlich auch ihr Heimatplanet, das darf man nicht vergessen. Aber wir machen hier mal eine kleine Pause, sonst wird die Folge einfach zu lang. Wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Folge. In meinem planlosen angezockt Let's Play, wie auch immer man das nennen will. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Bis dahin.